Hallo und herzlich willkommen zurück zu Train. Jetzt, wo ich auch mal wieder gesund bin, kann ich auch mal Train wieder aufnehmen. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Die Dunkelheit ist böse. Das Böse lauert im Busch. Quasi. Stirbigt. Ja, au. Zu der Blödsinn auch noch weh. Ich freue mich, dass ich wieder Train, also dass ich jetzt mal wieder zum Train aufnehmen komme, nachdem ich lange, lange Zeit gesundheitlich verhindert war. Denn Train ist ein schönes Spiel. Hätte jetzt ohne mich überhaupt nicht gewusst. Ich habe es ja nicht oft genug erwähnt. Wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, hätte ich nicht gewusst, dass Train ein schönes Spiel ist. Ist das wahrscheinlich aller Szenarien. Pfeilhagel! Okay, ist nicht mehr. Oh, ein Enterhaken. Punkt, quasi. Wobei für die Dieben fast alles ein Enterhakenpunkt ist. Ich erwähne gar nicht mehr, dass mir die Gegner ein bisschen auf den Zeiger gehen. Außer jetzt natürlich in der offensichtlichen Erwähnung. Aber naja. Sie spawnen halt und dann spawnen sie nochmal und dann spawnen sie nochmal. Das hat mein persönliches Problem mit denen. Ist quasi, wenn sie einmal erscheinen, erscheinen sie gleich 5000 Mal gefühlt. Das da unten sieht aus wie böse. Jetzt gucke ich lieber zu nach, was in der Küste drin ist. Der Sturmhammer für den Ritter. Sieht aus wie eine Waffe. Fühlt sich an wie eine Waffe. Spielt sich an wie ein Tod. Das finde ich halt schade, dass ich meine Skillpunkte in Kampfsachen legen muss, anstatt ich das durch fürs Rätseln frei habe. Im Grunde ist der Sturmhammer wohl das für solche Späße da. Aber trotzdem ist das Schild immer noch meiner Meinung nach ein bisschen praktischer, einfach weil ich mit dem Schild noch Schaden abwehren kann. Und Schaden blocken ist immer eine gute Idee. Und das Mausrad nur einmal kurz andrehen ist noch eine bessere Idee. Herr Magier, wärst du so freundlich. Ich will gar nicht wissen, was da unten ist. Ich will's gar nicht wissen. Fledermäuse, seht ihr, ich wollt's nicht wissen. Hätte ich nur mal meinen Stock benutzt. Verbessert mit einer Spitze vorne. Und ein Federstück hinten. Den Sturmhammer kenne ich aber noch von Shrine 2. Ich würde gerne die ganze Folge nur über Gegner meckern. Einfach weil es der Wahrheit entspricht, aber es wird jetzt nicht gerade die tollste Folge des Universums.
Ist sowieso nicht. Es gibt bestimmt jemand, den ich nicht kenne. Der ist besser oder schöner oder angenehmer oder bunter oder... jugendgruppenfreundlicher gestaltet hat. Es hätte auch ohne Sturmhammer funktioniert. Das finde ich gut. Das ist ein alternativer Lösungsweg. Was begrüße ich? Ah! Der Babsack. Okay. Doomhammer. Soll dein Name ab sofort lauten. Nicht mehr Sturmhammer, sondern Doomhammer. Ich frag gar nicht, wie man das ohne zwei Kisten machen soll, weil zu diesem Zeitpunkt muss man zwei Kisten geskillt haben. Oder muss genug Skillpunkte haben, um zwei Kisten zu haben. Aber es gibt garantiert auch einen praktischen, alternativen Lösungsweg. Wort des Tages übrigens. Alternativer Lösungsweg. Wenn ihr mit euren Freunden das nächste Mal redet, sagt ihnen einfach, ihr habt einen alternativen Lösungsweg für irgendwas gefunden. Zum Beispiel... jetzt fällt mir nichts an. Na, jetzt hab ich's... jetzt ist blöd, ne? Erst sagen, erzählt euren Freunden und dann mit nichts kommen. Warum mache ich mir es nicht einfach? Einfach. Du kannst gerne in der Säure baden, habe ich absolut kein Problem damit. Aber da oben ist eine Kiste und da möchte ich hin. Jetzt halt die Frage, wie bewege ich diese unglaublich sympathische Plattform dazu, mich darüber zu schwingen? Wie wär's mit so? Wunderbar. Eine Gesundheitsfiole. Lass mich raten, wie so funktioniert. 25% der Gesundheit. Jupp, an Save Points, Checkpoints, Checkpoints aufgefüllt. Das war klar. Jetzt müsste aufgefüllt sein. Jupp. Ist für meinen Ritter richtig gut, weil der stirbt mir viel zu oft. Nein, 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 nein. Stachel du mal schön da hinten weiter. Salve! Da gehen mir die Begriffe für einen Pfeilhagel aus. Es wird gerade hell in dieser Gegend, aber das sieht irgendwie schön aus. Geht doch endlich drauf! Drecksviecher. Guck mal, ein Geschenk. Gratis. Von mir. Haben Geschenke so an sich, ich weiß. Und das nächste Mal sehen wir in den Ruinen der Verstorbenen. Bis dahin. Unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Dieben die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden.